Das ist sowas überhaupt nicht. RWE, jetzt ist Schluss. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Wir starten mit ein paar Minuten Verspätung, aber das holen wir nachher locker wieder ein. Wir reden einfach alle ein bisschen schneller. Und Christiane Niesel mit der Trompete bläst uns gleich den Radetzky-Marsch. Oh! Das RWE-Tor können wir nachher sozusagen begehen, um 10.30 Uhr zur Übergabe eines Abschiedsgeschenks an Rolf Martin Schmitz. Das ist nämlich der RWE-Boss, der nach dieser Hauptversammlung in den Ruhestand geht. Dazu später mehr. Ansonsten sind hier noch Fridays for Future in der Nähe, die auch eine Veranstaltung angemeldet haben. Jetzt wäre Christiane dran mit dem Radetzky-Marsch. Darf ich meinen Co-Moderator vorstellen? Das ist wie im letzten Jahr der Peter von Sofa Münster. Ja, ich bin Peter von Sofa Münster. Wir sind Anti-Atom-Initiative und arbeiten eben zu Urenco und zum AKW Ling, auch zur Brennelementefabrik und eigentlich zu allem, was atommäßig eben immer noch zu bekämpfen ist und natürlich auch zur RWE. Wir haben letztes Jahr das auch hier gemacht. Und es ist immer gut, wenn man sich abwechseln kann, weil wir doch eine recht bunte Gruppe sind. Und wir haben jetzt auch über 10 Redebeiträge, verschiedene Musikbeiträge und auch kleine Theaterstücke. Und wir werden natürlich nachher auch unserem Rolf Martin Schmitz, ich muss doch sagen, dass ich das sehr gut finde, dass er jetzt mal aufhört. Also das muss ich doch mal sagen. Ich finde das total klasse, Rolf Martin, dass du aufhörst und dass du stillgelegt wirst. Und jetzt, weil die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, erste Programmänderung. Ich würde euch bitten, wer will, den Abschiedsbrief an Rolf Martin Schmitz zu unterschreiben. Wir haben den Brief gestern abgeschickt per E-Mail und der Chef, der Leiter von Investor Relations von RWE hat sich auch bei mir gemeldet. Also wirklich vielen Dank, das war auch nett. Ich war dafür so nett und habe ihm zugesichert, wir werden die Fragen nicht erst um 23.59 Uhr einreichen. Also von daher waren wir beide mal ein bisschen nett zueinander. Aber er wird dann eben nachher, wird Herr Schmitz diesen Abschiedsbrief und unsere Abschiedsgeschenke für ihn, dann ist seine letzte Hauptversammlung, entgegennehmen. Und wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Das werden wir dann nachher am Werkstor seinen Abgesandten überreichen. Ich würde euch aber bitten, diesen Abschiedsbrief zu unterschreiben. Dafür haben wir hier Textmarker und jeder, der will, kann eben erstmal hier unten oder auch am Rand einfach drunter unterschreiben. Ich lege das jetzt einfach aus. Ja, die Herrschaften kommen ja gleich, um das vielleicht abzuholen. Also, Ausgangspunkt war das, was eben schon mal erwähnt wurde, dass Schmitz gesagt hat, ja, jetzt wenn er im Ruhestand ist, nach Ende seiner Amtszeit, hat er sich endlich mal die Zeit nehmen, will er sich endlich mal die Zeit nehmen, um einen Braunkohlebagger zu besteigen. Wir möchten Ihnen eine weitere Möglichkeit zur Erweiterung Ihres Erfahrungshorizontes anbieten. Besuchen Sie doch bei dieser Gelegenheit doch auch mal die andere Seite von der Tagebaukante. Gerne können wir Ihnen vor Ort zeigen, wo das herkommt, was wir Ihnen als denkwürdiges Abschiedsgeschenk mitgebracht haben.
Da ist eine kleine Hainbuche. Da sind Maiglöckchen, die gerade sprießen. Und es sind Vergissmein nicht aus dem Hambacher Wald. Es ist guter Ackerboden hier in der Wanne. In dem wächst jetzt nicht unbedingt die Feldfrucht, aber ein Brennstoff natürlicher Art, nämlich Brennnessel. Und darunter findet man das, was weniger gut in den eigenen Vorgarten passt, nämlich Bauschutt von den zerstörten Häusern in Mannheim und Lützerath. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Ihre Freizeit nutzen können, um Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln, damit Sie für die bohrenden Fragen Ihrer Enkel klimagerechte Antworten finden. In diesem Sinne, alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg, in diesem Sinne. Ja, und dann die verschiedenen, die jetzt hier unterschrieben haben. Letzte Möglichkeit zum Unterschreiben. Ja, wie machen wir das jetzt vom Ablauf? Tragen wir das jetzt alles zusammen rüber? Oder geht das Tor gerade auf? Dann machen wir das doch. Also alle, die wollen, die tragen, helfen wollen und mit rüberkommen wollen, bitte einen der Gegenstände hier vorne aus der Bütt nehmen. Oder wir können auch zwei, können auch die Bütt zusammentragen. Maiglöckchen und vergiss mein Leben aus dem Hambacher Wald. Mein mit G-Y. Besten Ackerboden mit frischen Getreidepflanzen. Bauschutt und zerstörten der Dörfer. Wenn wir rübergehen. Guck mal, das ist nicht so schön mit den Brennnesseln, aber dafür größer. Also. Ja, ja, da kann man sich ein sehr schönes Spinat rauskochen. Nicht so schnell, Leute. Das ist ein historischer Moment, der kommt nicht wieder. Wer erwartet uns denn jetzt? Wer ist denn der Vertreter? Wir beide sind der Vertreter. Hallo, ja, guten Tag, guten Morgen. Wir freuen uns, ach, da ist der Dufner, ja. Ja, vielen Dank, dass Sie das Abschiedsgeschenk für Herrn Rolf Martin Schmitz entgegennehmen. Sehr gerne. Er hat heute seinen letzten Arbeitstag offiziell. Ich nehme mal die Maske ein bisschen runter. Wir wünschen ihm, dass er seinen Ruhestand genießt, aber wir würden ihm ein paar Vorschläge mit auf den Weg geben, vielleicht auch im Hinblick auf seine Enkelinnen und Enkel. Vielleicht können wir einfach noch mal kurz zitieren. Gerne können wir ihn vor Ort zeigen, es richtet sich jetzt an Herrn Schmitz, wo das herkommt, was wir Ihnen als denkwürdiges Abschiedsgeschenk mitgebracht haben. Es handelt sich um eine junge Hainbuche, Maiglöckchen und vergiss mein nicht. Das ist der zu Tode gekommene Aktivist im Hambacher Wald. Besten Ackerboden mit frischen Getreidepflanzen aus dem Garzweiler Revier. Bauschutt von den zerstörten Häusern in Mannheim und Lützerath. Wir wünschen Ihnen, Herr Schmitz, dass Sie Ihre Freiheit nutzen können, um Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln, damit Sie die bohrenden Fragen Ihrer Enkel und Enkelinnen klimagerecht beantworten können. Vielen Dank. Als kleine Ergänzung dazu noch, für den Fall, dass er wirklich die Einladung annimmt und mal auf der anderen Seite der Tagebaukante sich in den Wald anschauen will. Wir haben dort einen Waldlehrpfad angelegt, der besonderen Art, wo auch diese kleine Hainbuche herkommt. Der Wald versucht zu überleben. Es wird ihm nicht leicht gemacht. Ich gebe Ihnen das mit dazu. Und das sind die Geschichten der Bäume, die Opfer wurden, der Rodungen, der Stürme, um ihre Nachbarn beraubt. Und gerne würden wir da eine Führung durch dieses Waldstück mit ihm machen. Gut, herzlichen Dank. Wir geben das selbstverständlich gerne an Herrn Dr. Schmitz weiter. Er hat uns gebeten, die Geschenke für ihn, die Dinge für ihn entgegenzunehmen. Das machen wir ganz gern. Und ja,
tragen wir das dann mal rein. Wir möchten auch seinem Nachfolger alles Gute wünschen und hoffen, ihn im nächsten Jahr wieder auf einer Präsenzhauptversammlung von RWE, vielleicht in der Grugerhalle, wiederzusehen. Das wünschen wir uns alle, zumindest die Präsenzveranstaltung. Danke schön. Gerne. Er kann auch gern mit Herrn Schmitz mal vorher, bevor er in den Ruhestand geht, mal im Wald vorbeikommen. Wir geben es gerne weiter. Hopp, hopp, Bagger, stopp! Hopp, hopp, hopp! Ja, das ist auch für uns gut. Das soll aber sehr gut sein. Ja, ist ja. Da kann man auch Gemüse von kochen. Da kann man Gemüse von machen, leckeren Spinat. Gesund und lecker. Was zu Hause herum. Was macht über Deutschland und die Lichter gehen aus. Der Verkehr bricht zusammen. Wer noch kann, der rennt nach Haus. Aus und vorbei ist mit warmem Wasser und die Heizung, die ist kalt. Doch zum Glück ist gerade Sommer. Doch der Winter kommt schon bald. Alles Leben ist gefroren, nur der Kühlschrank ist aufgetaut. Und manch einer fragt sich leise, warum haben wir denn damals die Kohlekraftwerke abgestellt? Es wird Nacht über Deutschland und die Lichter gehen aus. Der Verkehr bricht zusammen, wer noch kann, der geht nach Haus. Lasst uns erschauern vor der Szene, die ich nun enthüllen muss. Grässlicher als die Hyäne ist der schmerzliche Verlust an Überfluss. Auf den Tischen brennen Kerzen und im Ofen das Klavier. Dann verheizt man Tisch und Stühle und haust wieder wie ein Tier. Es wird Nacht über Deutschland und die Lichter gehen aus. Der Verkehr bricht zusammen, wer noch kann, der geht nach Haus. Durch die permanente Stromentziehung entwickelt sich der Mensch zurück. Und schon bald gleicht er dem Affen, geht wieder barfuß und gebückt. Dann ist es Nacht über Deutschland, alle Lichter sind dann aus. Die Menschen hocken auf den Bäumen, vorbei ist es mit Saus und Paus. Dann ist es Nacht über Deutschland und die Lichter gehen aus. Der Verkehr bricht zusammen, wer noch kann, der rennt nach Haus. Dann ist es Nacht über Deutschland und die Lichter gehen aus. Und wer an dieses Märchen glaubt, bei dem sind alle Sicherungen raus.